Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Dawn of Man. Und wir haben wenig Nahrung. Schön. Beste Voraussetzung für den Beginn eines Spiels. Wir haben rohe Haut und getrocknete Haut. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Und wir haben Frühling. Unsere Leute sind sehr unglücklich, so wie es aussieht. Das ist vielleicht weniger gut. Ich glaube, ich brauche ein paar mehr von den Dingern. Könnte ich mir zumindest... Obwohl... Nö, ihr müsst nur da hingehen, also da kann ich euch auch nicht helfen. Wenn ihr nicht hingeht, dann ist das euer Problem. So, was wollt ihr denn als nächstes machen? In die Bronzezeit wollte ich noch nicht, Roggen brauche ich noch nicht freischalten, Fruchtbau und Domestizierung brauche ich eigentlich auch noch nicht, glaube ich. Ich wäre schon mal froh, wenn wir endlich mal so weit sind, dass wir unsere Tiere im Winter nicht verhungern lassen. Da wäre ich schon sehr glücklich. Obwohl wir haben 10 Schafe, gar nicht schlecht, und 9 Schweine. Das ist gar nicht mal so übel. Wir bräuchten eigentlich noch Vieh. Vieh haben wir freigeschaltet, oder? Vieh ist freigeschaltet, genau. Ach ja, und uns fehlt noch hier ein Steinkreis. Eigentlich könnte ich hier noch einen Arbeitsbereich machen. Okay. Ach, diese blöden Flussgabeln. Machen wir es so, dann können sie an zwei Stellen fischen. Oh, woran ist denn die gerade gestorben? Amy Farrah Fowler ist gerade gestorben und ich weiß nicht warum. Ich wüsste es aber gern. Kupfererz ist fertig, das ist super, dann kann ich ja jetzt... eine Kupfermine hier reinbauen. Schön. Wir haben wenig Essen, also erntet mal bitte diese Beeren hier. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr die Sachen erntet, die wir essen können. Und die Hülsenfruchternte beginnt. Super, dann haben wir jetzt endlich keine Nahrungsprobleme mehr. Wir sammeln Wolle. Leinen und Wolloutfits habe ich diesmal überhaupt keine Probleme. Ich weiß gar nicht warum. Das läuft mehr als gut. Wie viele Leute können wir eigentlich haben? 64. Wir bräuchten eigentlich mehr Häuser. Und wir bräuchten auch... irgendwo, wir müssen noch ein... Megalith eigentlich sein. Jo. Oh, Feuerstein, da ist er. Aber merkwürdig, ich hätte schwören können, ich hätte hier irgendwo einen. Ich habe halt echt keine Ahnung, wo der Megalith ist, den wir hatten. Hier drüben noch welche? Was ist das? Das ist auch einer. Tja, ja. Und das Wissen hagelt nur so auf uns ein. Genauso wie der Regen. Das sind alles noch... Bist du es? Nee. Normaler Feuerstein. Ja, ich guck gleich nochmal. Tatsächlich sollten wir eigentlich die ein oder andere Hütte noch bauen. Ich hoffe doch, ihr baut jetzt, erntet erstmal, bevor ihr wieder anfangt. Das Ding kann ich eigentlich wegmachen, weil ich glaube, hier wird kein Baum mehr wachsen. Dafür aber gesorgt. Sichern schön. Erntet bitte das Getreide, denn ich brauche das. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr das ernten würdet und nicht irgendwelchen anderen Sachen in der nachgeht. Flachs ist gerade nicht so wichtig, aber Getreide. Wir haben hier zwei Felder, die fast nicht geerntet sind und der Herbst ist fast vorbei. Wie wär's mal, Leute?
Tja, danke. Damit ist alles schön verrottet auf den Feldern. So mag ich das. Da könnte ich euch manchmal echt was antun. Egal, ich mache jetzt einfach diesen Megalithen hier frei. Und ein Schneesturm, das ist ja besonders... Was machst denn du hier? Okay, sie holen den Megalithen anscheinend. Wo ist der? Oh! Ah, schön, dass ich ihn gefunden habe. Du bist so ein Idiot. Also der ist jetzt da hingegangen, um festzustellen, dass er ein Wolloutfit braucht. Das heißt, bis der wieder im Dorf ist, ist er wahrscheinlich schon ziemlich stark runtergekühlt. Vielleicht stirbt er auch zwischendrin. Ich bleib bei der Frage, wie konnten wir überhaupt die Steinzeit besiegen? Okay, ich hätte gerne noch einen Arbeitsbereich zum Stöcke sammeln, wenn ich ehrlich bin. Ja, denn wir haben relativ wenig Stöcke. Sind hier überhaupt noch Stöcke? Rockhall? Das war bestimmt der Typ, der gerade rumgerannt ist. Ich glaube aber, Stöcke sind jetzt ja auch nicht mehr. Vermutlich, weil wir den... ja, schön. Vermutlich, weil wir den kaputt gemacht haben, den Wald hier. Ist natürlich auch Schluss mit Stöcken. Und der Händler ist gekommen, schön. Endlich mal was Positives. Ziegen haben wir selber genug. Ich könnte das Kupfer nehmen, ich könnte das Kupfererz nehmen. Vielleicht nehme ich die auch. Was verkaufen wir dir? Essen verkaufe ich dir erstmal nicht, ich bin nämlich nicht blöde. Die Leinen verkaufe ich dir auch nicht. Die Wolle kannst du von mir aus haben. Kannst du haben. Und eins, was hat einen Wert von 1, was wir nicht brauchen? Oder noch ein Knochenspeer, dafür nehme ich ein Leinenoutfit zurück. Und du gibst mir ein Getreide. Ach, weißt du was, gib mir das ganze Getreide. Und gib mir auch das ganze Brot. Ein Brot weniger. Gut, komm auf den grünen Zweig. Das sollte reichen. Schön. Danke, dass du erfroren bist, du Depp. Aber er hat ein Wolloutfit gehabt. Immerhin. Er ist zu blöd, in seine Wohnung zu gehen, aber er hat ein Wolloutfit gehabt. Ich glaube, die holen alle den Megalithen. Hält aber lange durch, muss ich sagen. Wird wahrscheinlich vorher Wasser brauchen. Aber langsam, aber sicher kommt der Megalith zu uns nach Hause. Ist nur eine Frage der Zeit. Haben wir denn eigentlich genug? Räuber! Oh Mist, von der Stelle haben wir keine Verteidigung. Ich habe gewusst, dass es irgendwann passieren muss. Ich hätte eigentlich weitermachen sollen. Was machst denn du da? Ah! Ja, geh erstmal in die Hütte, da bist du sicher. Was machen die da? Die machen meinen Wall kaputt, lass das bitte. So, da ist noch eine Räuberin. Mach die bitte kaputt.
Sag mal, hörst du mal auf, in meine Palisade einzuhacken? Du spinnst wohl. Okay, wir haben keinen Strom mehr, weil die Idioten schon wieder nicht gesammelt haben. Ich könnte manchmal echt was antun. So, wird ein Schuh draus. Oh, wir haben ein paar Leute verloren tatsächlich. So, wir brauchen wieder ein paar mehr. Belastung ist so hoch. Ihr müsst ja nicht alles gleichzeitig machen, Mensch. Ihr müsst einfach mal selbstständig Prioritäten setzen. Aber es ist diesmal kein Tier verhungert, muss ich mal erwähnen. Und sobald sie dann endlich mal den Steinkreis fertig haben, was vielleicht irgendwann mal passieren könnte... Oh, da ist jemand, der so müde ist, dass er fast schon umkippt. Das scheint sie aber überhaupt nicht zu stören. Also Essen ist schlecht, Hydrierung ist schlecht und Temperatur ist schlecht. Natürlich, wenn Leben auf Null fällt, ist es ganz schlecht. Aber wenn die drei Sachen halt schlecht sind, dann verlieren sie Leben. Der kann null Erholung haben und trotzdem noch arbeiten. Sie werden halt nur ineffizienter. Was ist das hier eigentlich? Oh, Wildschweine. Und noch ein paar junge Wildschweine, die könnten wir vielleicht fangen. Guck mal, dass er die einfängt. Brauchen noch ein paar Schweine. Wir haben erst 8 Stück. Und wir müssen eigentlich bis hier hochbauen, denn hier sind die Gegner drüber gekommen. Das heißt, hier bräuchten wir genauso Verteidigung. Oh, wir haben wieder Schleudern gekriegt, wie schön. Haben die auch Äxte dabei gehabt? Ja, die bringt da... Obwohl, die Frau hat ja eine Axt gehabt, logischerweise. Die bringt tatsächlich Äxte mit. Und wir haben noch Hülsenfrüchte. Und wahrscheinlich neu geerntet, nicht vom letzten Jahr. Das ist eigentlich echt nett, dass die Räuber mich mit Zeug vorbeibringen. Muss auch mal gesagt werden, dass es wirklich sehr freundlich ist, dass die mich mit Utensilien versorgen. Ein Speierling, den könnten wir vielleicht auch mal erwenden. Und hier hätten wir Pferde und noch mehr Wildschweine. Vielleicht können wir noch das ein oder andere Junge fangen. Und sammelt mal die Himbeeren hier. Aber was wir eigentlich wirklich bräuchten, wären Rinder. Mal gucken, hier müssen wir doch irgendwo was finden. Was sind das hier? Wölfe? Oh, Wölfe, ja, tatsächlich. Die wollen wir aber eigentlich nicht fangen. Ah, hier können wir selten Steine holen. Das sind Wildschweine oder so. Ne, das sind Ziegen und Wildschweine. Bären brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ochsen ist alle allein. Nein, ist sie nicht. Ihr schafft das. Ihr müsst nur Prioritäten setzen. Ich frage mich, was die den ganzen Tag machen. So, wir könnten uns die Roggendomestizierung kaufen. Wir könnten uns Schweine kaufen. Und ich kaufe mir das Kupfererz, so wie immer. Ach, ich hole mir noch ein Schwein. Warum nicht? Vielleicht nicht, weil es einfach Schweine teuer ist. Die Roggendomestizierung ist schon so teuer. Wow, der hat 100 Kommissionen draufgehauen.
Das ist eine ordentliche Hausnummer, muss ich sagen. Was habe ich denn, was so wertvoll ist? Ich könnte Bögen dafür geben. Das reicht noch nicht. Das reicht immer noch nicht. Noch einmal Fleisch und jetzt haben wir's. Das Schwein brauche ich nicht zwangsläufig. Es fehlen uns noch Esel und das Rad müssen wir noch erfinden. Und dann könnten wir rein theoretisch in die Bronzezeit gehen. Okay, Flachs ist dieses Jahr nicht so gut. Flachs ist ein wenig angegriffen. Flachs ist ein bisschen Flachs. So, dann erntet doch bitte wenigstens die anderen Felder. Vielleicht ist auch das der Grund, warum sie es nicht schaffen, wegen dem blöden Flachs. Wenn nämlich alle hier dran arbeiten, könnte es vielleicht klappen. Also müssen wir endlich mal genug Stroh einlagern, weil wir lagern schon recht wenig ein. Uns wäre eigentlich nicht schlecht. Wir haben jetzt 50 Tiere, die Unterschlupf brauchen. Dann sollten wir eigentlich so um die 50 Stroh am Ende des Jahres eingelagert haben. Das wäre nicht schlimm. Und ihr macht schon wieder nichts auf den Feldern. Und wir brauchen das Zeug langsam echt. Ach, guck mal, der Megalith ist immer schon näher. Das kostet halt echt viel Arbeitskraft. Weil da halt sehr viele Leute dafür unterwegs sind, um die Dinger zu holen. Aber das könntet ihr eigentlich im Winter machen, solange kein Schneesturm ist. Jetzt solltet ihr euch um die Felder kümmern, das ist wichtiger. Und wenn der Winter anfängt, müsst ihr eigentlich dafür sorgen, dass das ganze Futter erstmal in die Stelle kommt, das gebraucht wird. Und das, danach könnt ihr hier anfangen, Linsen und anderes Zeug anzubauen. Und neue Menschen, das ist gut, die können gleich arbeiten. Und jetzt macht doch bitte mal die Felder. Macht ihr denn den ganzen Tag? Geht zur Hütte mit dem Stock. Warum? Inaktiv. Arbeite gefälligst. Wandert umher. Was machst du? Blöde alte Frau. Hier ist Arbeit. Warum wird die nicht erledigt? Das kann auch weg. Vielleicht habe ich zu viele Leute hier gebunden an diese Dinger. Das könnte natürlich sein. Ich meine, die brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, schön. Wir haben ein... Wir haben 17 mal Stroh, das reicht hinten und vorne nicht. Ah, das sind unsere Tiere. Warum ist der Orks hier tot? Ach, werden die gewesen sein. Ja, unsere Schafe sind alle krank. Ich hoffe, die sterben jetzt nicht. Ich weiß auch nicht, warum sie krank sind. Und wir haben kein... großes Holz mehr, sehe ich gerade. Vielleicht sollte ich hier hinten noch mal ein Arbeitsgebiet machen. Ne, Moment, ich habe ein Arbeitsgebiet für Bäume fällen. Toll. Ja, lasst ruhig uns Trier an Krankheiten sterben. Ist egal, wir haben eh keinen Stroh für die Tiere. Da könnt ihr auch alle an Krankheiten sterben. Nicht so wichtig. So, wo ist der Megalith? Hier. Naja, drei Leute ziehen jetzt. Das ist gar nicht schlecht. Da geht es auch wenigstens mal vorwärts. Und jetzt haben wir nicht nur kein Stroh, jetzt geht uns auch langsam das Getreide aus. Die Schweine könnten verhungern. Und diese Ziege auch. Naja, tut mir leid. Um die Tiere, aber
Ist nicht meine Schuld, wenn die einfach nicht auf den Feldern arbeiten. Oh, ein Schneesturm. Wie schön. Beim Schneesturm kann ich tatsächlich verstehen, wenn sie nicht arbeiten. Aber ansonsten, dieses klassische im Herbst hier, ey, da sind Felder, die ernten einfach nicht ab. Verstehe ich nicht, da kommt ein Händler, das ist gut. Vielleicht kriege ich da die Eselsdomestizierung. Und da ist die Eselsdomestizierung. Hast du irgendwas anderes, was ich brauchen könnte? Ziegen kaufe ich jetzt bestimmt nicht ab. Die sterben mir dann gleich wieder. Das sehe ich schon kommen. Vielleicht warte ich damit noch. Das Zeug behalte ich mal für mich. Wolle habe ich eigentlich zu viel. Das ist Wollstoff, der kann auch weg. Das ist Leinstoff. Habe ich eigentlich auch zu viel. Gar nicht mal schlecht. Machen wir die Knochen noch weg. Das noch. Und dann haue ich das noch da drauf. Und das. Und dann nehme ich das noch. Und vielleicht eins weniger. Und dann passt das. Schön. Können wir jetzt Esel domestizieren. Und wir haben keinen Strom, unsere Sachen zu reparieren. Wie mich das freut. Schneesturm ist vorbei und der Steinkreis bringt uns tatsächlich einen Meilenstein. Und uns Schwein und eine Ziege ist verhungert. Schön. Und noch eine Ziege ist verhungert. Und wir haben Größenwahn freigeschaltet. Jetzt fehlen uns, glaube ich, noch drei Meilensteine. Ich muss die Brautechnologie fertig... erforschen, ich muss dann alles erforschen und ich muss noch 150 Leute und 30 Gemeinschaftshäuser haben. Und noch mehr Ziegen sind verhungert, schön. Super, das tut unserer Population nicht unbedingt gut, aber Ziegen haben wir mit am meisten. Das ist okay. Oh, es ist ein Schwein gestorben, das ist weniger schön. Ah, der Winter ist gleich vorbei. Mann, die blöden Schafe verhungern. Mann, die blöden Ziegen verhungern auch. Sag, könnt ihr mal aufhören zu sterben? Ui, die fallen wie die Fliegen. Das waren mal 60. Jetzt haben wir noch 37 Tiere. Schön, alles nur... Ach klar, der Winter ist fast vorbei. Die sterben immer noch. Alles nur, weil ihr so blöd seid und die Felder nicht aberntet. Danke. Ich bin sehr stolz, dass ihr immer so freundlich zu mir seid. So spirituell. Können wir noch einen Dolmen bauen irgendwo hin? Wo bauen wir den denn? Na, da könnte man noch einen Dolmen bauen. Habe ich hier in der Nähe noch ein paar Megalithen? Das wäre vielleicht auf jeden Fall besser, als wenn ich die wieder von Ultimo ankarren muss. Ist auch nicht so nah, aber... Da ist noch einer, oder? Ja. Das ist da. Ach, ein Wolf. Ja, ein paar Leute mehr könnten schon noch beitreten. Ich brauche die Leute vor allem, damit alles hier läuft. Frage ich mich, das Ding bringt doch auch Moral zurück. Naja, kann immer anscheinend nur einer drauf vorbeten.
Ja, die Dinger brauchen langsam eine Reparatur. Der ist erledigt. Den machen wir transportabel. Was haben wir denn hier? Wildschweine, nee, die brauche ich nicht. Wir sollten sie fangen, dann können sie bei uns verhungern im Winter. So, den machen wir auch bereit. Und der müsste auch relativ schnell bereit sein. Und perfekt. Haben wir denn überhaupt? Oh, Leder haben wir auf jeden Fall. Wir haben auch hohe Haut, problemlos. Ich würde sagen, wir machen das Ding mal wieder an. Ich habe nämlich Angst, dass die rohe Haut sonst demnächst vergammelt. Und die getrocknete Haut kann ich ja problemlos verkaufen. Und Bögen draus machen. Los, erntet. Brombeeren, noch mehr Brombeeren, alles ernten. Okay, habe ich hier zwei Arbeitsbereiche. Muss ich auch ein bisschen darauf achten. Oh, Birnen, die sollten wir auf jeden Fall ernten. Genauso die Erdbeeren hier. Warum? Ich finde es ein bisschen komisch. Wir können... Ich mache jetzt hier mein Arbeitsgebiet. Da, wilde Pflanzen und Ressourcen sammeln. Wir können Bäume domestizieren, aber Sträucher nicht. Speierling. Ich gehe gleich zu dem. Wir können uns das Rad bei ihm kaufen. Machen wir auch. Ein bisschen Getreide. Und du kriegst von mir die ganze getrocknete Haut. Und ein bisschen Tannin kannst du haben. Und ich habe haufenweise Fleisch. Vielleicht verkaufe ich dir auch ein paar Hülsenfrüchte. Und ein bisschen Fleisch und ein bisschen Fisch. Warum willst du so viel essen? Keine Ahnung. Die Speere kannst du haben. Alles nur Müll, den ich nicht brauche. Die Angeln lassen wir mal. Ich gönne. So, es fehlen noch 100. Wir müssen jetzt gerade keinen Bedarf an Wolle haben. Gerade müssen die Line-Outfits wichtiger sein. Die Wolle kann auf jeden Fall weg. Warum habe ich nur so wenig? Wolle-Outfits zu viel? Keine Ahnung. Und wir haben das Rad erfunden, beziehungsweise eingekauft. Da kommt man sich ja fast vor wie Thomas Edison. Oh, was ist das? Das ist ein Rad. Das Rad habe ich erfunden, denn ich bin Thomas Edison. Oh, das sind Esel. Die könnte ich mir domestizieren, aber die kann ich wieder nicht versorgen. Dann sterben die wieder alle. Und guckt mal, die fröhlichen Gesichter hier überall. Naja, ein bisschen Heu haben wir schon gesammelt. Ihr solltet aber noch ein bisschen mehr sammeln. Gut, die Emma hier wird auch geholt, das ist gar nicht schlecht. Was macht ihr denn? Ist kein Wunder, dass ihr nicht fertig werdet. Oh ja, da müsste ich noch einen einzigen Schlag machen. Oh nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Ich gehe erstmal heim. Kein Wunder, dass ihr nicht, dass sie zu nichts kommen hier. Und aus irgendeinem Grund holen die diese Pflanzen hier nicht ab.
Also nur sehr, sehr sporadisch. Wir haben jetzt 15 mal Stroh, das ist recht wenig. 28 mal Getreide, das ist gar nicht so schlimm, aber wir haben halt 40 Tiere. Das ist nicht mal genug, um die alle zu ernähren. Ja, wohl doch schon, aber unsere Leute brauchen auch Getreide. Warum ernten die diese blöden Felder nicht? Es ist wieder die Hälfte vergammelt. Oh, ich kann hier nachschauen. Oh, schön. Das war mir nicht bewusst. Werte? Nee. Ressourcen? Das ist mal ganz nett zu wissen, aber. Oh, Räuberangriff. Man hört's auch gleich, wenn ich ehrlich bin. Die kommen hier unten lang. Was haben die so? Oh, die haben die jetzt schon Bronze? Die haben Kompositbögen, das heißt, wir müssen auch aufrüsten. Und der Riesen ist sofort ausgestorben. Weil wir in der Bronzezeit gelandet sind. Was machst du so? Ach, die trägt einfach mal so Mehl für sich vor sich hin. Das ist ja schön. Oh, ernsthaft? Oh, wie blöd kann man denn sein? Andererseits, die Jäger interessiert das auch gar nicht. Ja, trink du mal nur. Wird bestimmt gleich umgebracht. Okay. Ich brauche unbedingt Steinwälle, weil das ist nicht gut. Die sind technologisch vor mir. Ich wollte es eigentlich so lange wie möglich hinauszögern, aber. Oh, es sieht gar nicht mal so schlecht aus, wenn ich ehrlich bin. Wir zeigen es. Ach, jetzt sind noch mehr. Unsere. Warum rennt er denn raus? Eine unserer wichtigsten Ressourcen sind hier Menschen und was machen die? Die opfern sich für irgendwelchen Mist. Würdet ihr bitte das Tor in Ruhe lassen? Okay, jedenfalls sollten wir jetzt anfangen mit Kompositbögen. Tja, ihr könntet die da mal töten. Ich wäre euch sehr. Ich wäre ich. Ah.